Happy birthday to you. So, es ist soweit. Unicorn ist jetzt ein ganzes Jahr und ein paar Tage am Start. Also, wir haben heute den 18. Morgen ist es soweit. Morgen kam vor einem Jahr das erste Video. Und ja, heute wollen wir euch mal so ein bisschen Hintergrundinfos geben. Wir wollen uns das erste Video mal angucken. Mal gucken, wie das so war damals. Und ja, was soll man was sagen? Noch nicht, nee. Franzi ist jetzt auch dabei, weil sie ist ja halt immer dabei gewesen. Ohne sie würde es den Kanal natürlich auch nicht geben. Deshalb auch nochmal ein herzliches Danke an die Franzi. sie opfert immer ihre Nägel für euch. Und das ist auch immer eine Qual. Hat auch. Krause. Ja, guck mal wie. Also ist schon manchmal grenzwertig, was wir mit deinen Nägeln machen. Also der Batman-Nagel oder hier der lange Stiletto, das war schon... Das war schon gefährlich. Ja. ja, natürlich bei euch sind auch viele Fragen noch aufgekommen, wie das so lief damals und wie mein Kamerasetup war damals, wie es heute ist und das und vieles mehr wollen wir in diesem Video quasi einmal durchgehen. Ja, wie ist es eigentlich zu Unicorn gekommen, zu dem YouTube-Kanal? Ja, ich habe das Studio damals aufgegeben, mein Nagelstudio und ja, also irgendwie 2 Jahre später hatte ich dann irgendwie Bock, was Neues zu machen und ja, war nicht so ganz ausgelastet und wollte halt noch irgendwie was machen und mein Hobby Kamera und so Schnitt schneiden, Videos schneiden und so, wollte ich ein bisschen irgendwie unterbringen und... Und ich wollte immer schicke Nägel haben. Und du wolltest immer schicke Nägel haben. Die hatte ich nämlich dann zu der Zeit nicht mehr. Nee, also als ich das Studio aufgegeben habe, habe ich auch alles aufgegeben. Ja. Also ich habe alles verkauft und alles weggegeben, verschenkt und keine Ahnung. Und ja, du hattest dann eine Trockenphase. Dann, ja. Abgefressene Fingernägel. Ja. Franzi kaut ganz gerne. Ne? Ich so abgemagert bin. Das Einzige, was der übrig. Aber trotzdem haben wir noch kein Nagelbeißer-Video von dir gemacht. Ne? Also mit deinen Nägeln. Inwiefern? Ja, die haben ja schon mal hier, ihr habt ja schon mal ein paar Mal gefragt hier wegen, wie man am besten hier mit abgefressenen Nägeln umgeht und so. Ja, es wird auf jeden Fall nochmal kommen, also falls man einen Nagel abbrechen sollte, kriegt sie die Erlaubnis, den abzukauen und dann machen wir mal ein Video dazu. Und vorher abzureißen. Richtig. Knüppelt gerne. ja, und da entstand halt diese YouTube-Idee. Erst haben wir überlegt, was können wir mit YouTube machen und dann kam eigentlich relativ schnell der Gedanke, in Richtung Nägel zu gehen. Ja, wir haben uns, glaube ich, nicht großartig erkundigt, was es da so schon auf dem Markt gibt. Ne? Also, so gar nicht. Ich habe das einfach mal so in der Hand genommen, einfach mal so gemacht, wie ich es für richtig halte. Und ja, das scheint ganz gut oder ist ganz gut bei euch angekommen, sonst hätten wir jetzt aktuell, also Stand heute, keine 5208 Abonnenten in einem Jahr. Also vielen Dank dafür. Momentan sind es pro Monat kommen 500 neue dazu, ein bisschen mehr als 500. Also das ist wirklich richtig geil, da freue ich mich auch sehr drüber. Also wir freuen uns da sehr drüber, dass das wirklich so gut bei euch ankommt. Und ja, daher wird es natürlich auch weitergehen. Ja, mal gucken, wie weit wir kommen und ja, wird auf jeden Fall noch sehr spannende Projekte geben in der Zukunft. Ja, dann ist diese YouTube-Idee quasi gewachsen in meinem Kopf. Es hat ein halbes Jahr gedauert, ich weiß gar nicht, in welchem Jahr wir angefangen haben. Letztes Jahr. Ja, letztes Jahr und 2017. Ein halbes Jahr vorher haben wir die Planung quasi angefangen. Ne? Ja. Ja. Also Planung heißt ein Konzept schreiben, wie soll das Ganze ablaufen, Equipment kaufen, was übrigens nicht günstig ist. Also wenn ihr einen YouTube-Kanal machen wollt, müsst ihr euch auf jeden Fall... Ist nicht unser Hund. Ist nicht unser Hund, ist ja von den Nachbarn.
Nein, er wird nicht getreten, er ist so out. Es ist nicht günstig auf jeden Fall. Ich denke mal, in ein, zwei Jahren wird sich das Ganze amortisieren. Aber vorher ist es auf jeden Fall erstmal nur Geld reinstecken. Macht auf jeden Fall sehr viel Spaß, aber ist natürlich auch eine kleine Kostensache, das Ganze zu machen. Momentan haben wir in einem Jahr 100 Euro mit dem Kanal verdient. Also wer denkt, dass man reich dadurch wird, das dauert wahrscheinlich, wenn es überhaupt. Schon alleine, bis man das dort anmelden kann, ja, genau. Dass dort irgendwie in irgendeiner Weise Geld verdient werden kann, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ne? Bei YouTube verdient man halt Klicks oder so. Genau. Bei YouTube verdient man halt Geld pro Klick und das ist nicht viel. Und die Monetarisierung, so heißt das Ganze, dass Werbung vorgeschaltet wird vor die Videos, hat halt auch ein Dreivierteljahr gedauert, bis das durchgegangen ist. Ja. Und ja, aber auf jeden Fall sehr nervig, dass das so lange gedauert hat, weil halt wirklich quasi kein Cent reingekommen ist. Ich mache das Ganze ja nicht, weil ich Geld verdienen will, aber man will ja so ein bisschen auf jeden Fall das Ganze am Laufen halten und man muss ja auch Produkte kaufen und all sowas, und da wir ja Normalverdiener sind. Und wäre an sich ganz nett. Und ja. Wenn man weiß, dass es möglich ist. Richtig. Ja, dann haben wir quasi ein halbes Jahr vorher angefangen, das Ganze zu planen. Dazu gehörten, wie gesagt, die Kanal, Drehbuch und... Wie nennt man es überhaupt? Dann sind wir auf Unicorn gekommen. Wie sind wir auf Unicorn gekommen? Weil du das von Dwayne so schön hast. Ach ja, stimmt. Genau, ich bin Dwayne The Rock Johnson Fan. Ganz kleiner. Ich kann schon mal Herzchen in den Augen kriegen. Ja, nur so ein bisschen. Und, weiß gar nicht, Central Intelligence hieß der Film, ne? Wo das so mit den Einhörnern war. Ja, so. Ja, das ist irgendwie bei mir hängen geblieben und deshalb heißt der Kanal Unicorn. Also, ja. Und ich finde halt den Kontrast ganz cool. Irgendwie so Nägel und ein bisschen... Tussi. Ein bisschen Tussi und dann ein Kerl. Das fand ich Unicorn eigentlich ganz passend. Ja, ja, dann haben wir angefangen zu planen. Die ganzen Bauchbinden und Blenden und alles, was zu so einem Video dazugehört, habe ich dann natürlich vorbereitet in dem halben Jahr. Logo entwickelt, Kanalbanner entwickelt, alle Bilder entwickelt. Ja, das hat halt ziemlich lange gedauert. Ja, und dann kam das erste Video an den Start, was ziemlich übers Knie gebrochen war dann, ne? Also ich weiß noch, ich kam von der Messe, es war samstags. Ach ja, stimmt. Und wir haben hier im Flur versucht, irgendwie den Start aufzunehmen. Ich habe mich mehr amüsiert als du. Ja. Ich glaube, ich wurde dann auch irgendwann pissig, ey. Ich glaube, ich war dann auch irgendwann nicht mehr im Raum. Kann gut sein. Also, das erste Mal vor der Kamera stehen war schon sehr lustig. Ja, wir haben ja halt in der Wohnung Locations gesucht, wo man das am besten aufnehmen kann, wo man den Start aufnehmen kann. Eigentlich sollte das Ganze ja am Anfang, wollte ich so ein bisschen erklären, was der Kanal bietet und was er macht und keine Ahnung. Das haben wir dann komplett über Bord geworfen, weil es einfach, ich habe es nicht hingekriegt, vor der Kamera so einen langen Satz zu sprechen, also mit den ganzen Fachwörtern. Wir haben den aufgeteilt in vier Teile. Ich glaube auch, ne? Es hat einfach nicht funktioniert und ja, deshalb... Ist es jetzt so, wie es ist, das erste Video? Am Anfang sieht man noch einen kleinen Teil davon, was wir dann hier im Flur aufgenommen haben. Aber das Komplette ist dann doch nicht reingekommen. Das war. Finden wir das wieder? Das habe ich auf jeden Fall noch da. Ja, da können wir gleich nochmal reingucken. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, alles geplant und dann kam das erste Video an den Start und da wollen wir jetzt, glaube ich, den Start. Franzi, ja, Franzi hat sich gefreut. Ich habe hier ein paar Notizen, damit ich nichts vergesse. Franzi hat sich gefreut, dass sie ihre Nägel bekommt. Es wurde Zeit. Ja. Sah ja nicht mehr so abgeranzt aus. Richtig. Und ja, deshalb wollen wir jetzt mal in das erste Video reinschauen und mal so gucken, was da abgeht. So, gucken wir erstmal bei YouTube. Die Kamera so ein bisschen. Oder tiefer. Nee. So, gucken wir uns das Ganze erstmal auf YouTube an. Ich suche es mal eben raus. Videos und dann ganz viele, ne? Ganz unten, ja, wie viele sind es denn eigentlich? Keine Ahnung.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Na, 12. Rechne mal 6 mal 12. Komm, rechne Profis dran. Mach 75. 75 Videos in einem Jahr. Am Anfang habe ich natürlich geplant, jede Woche 2 rauszubringen, also Mittwoch und Freitag. Das hat eine Zeit lang funktioniert, bis es mir dann wirklich zu viel wurde. Also die BTF What the Fuck Videos, die kamen am Anfang noch, das waren immer so kurze Dinger, wo ich so Begriffe erklärt habe. Ich weiß nicht, könnt ihr mal reingucken. Und dann halt noch die längeren Videos, wo dann ein bisschen mehr Content drin war. Wie gesagt, das hat eine Weile funktioniert und dann hat es gar nicht mehr funktioniert. Du hast es eigentlich sogar schon vorausgesagt von Anfang an, dass das nicht klar klappt, ne? Lieber nur ein Video bringen, weil es war echt stressig Arbeit und dann nach Hause Video sofort schneiden und das Produzieren vor allen Dingen. Heide, jetzt geil, Kapitän. Du hast dir das sowieso alles ein bisschen vorgestellt, dass es alles viel schneller geht. Ja, ne? Dass man viel mehr Videos produzieren kann an einem Stück, dass es mit dem Schneiden viel, viel schneller funktioniert. Was im Endeffekt doch einfach ein bisschen länger gedauert hat. Ja, da ich wirklich ein bisschen sehr viel Zeit in die Videos reinstecke, also ich würde gerne noch mehr Zeit reinstecken, aber es ist einfach nicht gegeben. Ich brauche pro Video bestimmt ja, 4-5 Stunden, um die zu schneiden. Und das immer nach Feierabend. Ne? Also Sport, dann nach Hause, Video schneiden und dann das Ganze in 4 Tagen. Also, man darf den Sport nicht vergessen. Der ist natürlich jeden Tag drin. Ja, also meine Hobbys will ich dafür auf keinen Fall aufgeben. Also YouTube ist ein zusätzliches Hobby zu meinem Sport noch obendrauf. Und ja 75 Videos. Das erste Video, wie viele Aufrufe hatten das? 14.211. Das ist schon gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube noch nicht mal, dass es eins der besten ist. Ne? Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube schon. 13, guck mal, Fräsen für Anfänger hat schon 13.000. Ballerina hat auch 13.000. Aber ich glaube hier in Schablone glaube ich noch mehr. Wo war die denn? Ich auch relativ am Anfang. Hier, Schablone für Anfänger. Schablone für Anfänger. 22.056 Aufrufe und das neue Schablonenvideo müssen hier auch noch hier. Ja. Das sogar noch nicht mehr so viel. Ja, also das Schablone für Anfänger ist das beste Video auf jeden Fall. Sehr geil. Ja, vielen Dank dafür. Vielleicht liegt es auch an deinem Top. Ich glaube nicht. Ja, auch letztes Jahr war es sehr warm, da hatte ich nicht viel an bei den Videos. Alles, Hauptsache Jugendfrauen, die Nippel sind bedeckt. Ja. Ich glaube, Jackie oder irgendeine Jacqueline hat auf jeden Fall mal runtergeschrieben, wie sie was anderes anziehen. Ja, habe ich dann auch getan. So, aber gucken wir uns jetzt erstmal das allererste Video an. Hi, ich bin Chris und ich zeige euch, wie man richtig nagelt. Viel Spaß. Wie jung du da wirklich noch aussiehst. Ich glaube, das liegt am Bart. Am Bart? Wieso? Machen wir mal zurück. Das war jetzt auch noch ein altes Intro. Hi, ich bin Chris und ich zeige euch, wie man richtig nagelt. Wieso am Bart? Ich weiß nicht, vielleicht ist er da kürzer. Habe ich da mehr Haare? Keine Ahnung. Du siehst auch viel heller aus. Heller? Nein, ich bilge. Ja, das waren auf jeden Fall die ersten Aufnahmen. Das war auch eins von den Aufnahmen. Ich glaube, das erste Video, diese Startsequenz, haben wir wirklich 2-3 Mal neu gemacht, glaube ich. Ne? Bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr, ich mache das jetzt oben schnell vor der Kamera, zack, zack. War das 2-3 Mal oder war das mehr? Ja, an einem, also 2-3 Tage hintereinander, also, glaube ich. Ja, machen wir weiter. Das ist sogar noch das alte Intro. Meine ersten Nägel waren gerade, ne? Ja, eckige Nägel hast du. Ja. Da sieht man dich auch noch in der Kamera. Ja, und irgendwann bin ich verschwunden. Und warum? Weil du immer so komisch geguckt hast. Weil ich immer aussah wie der letzte Affe. Hi Leute und herzlich willkommen bei Unicorn. Erstmal vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und Gott, direkt noch ein Dankeschön an die Leute, die mich hinter der Kamera unterstützt haben bei den ersten Vorbereitungen sowie bei den Dreharbeiten. Aber genug geschleimt. Ja, vielen Dank an Olli nochmal und Olli ist der Kameramann bei uns in der Firma. Der hat mir sehr viele Tipps gegeben, also vielen Dank an dich nochmal.
das hat wirklich viel gebracht, vor allem auch im Schnitt und Kamera und so. Vielen Dank. Was möchte ich euch eigentlich in diesem Kanal zeigen? Seriös. Ja, ne, jetzt ist das alles ein bisschen neu. Das heißt, wir fangen bei Null an und schlagen uns dann langsam hoch. Ein bisschen witzig war es doch trotzdem dran. Anfänger, ja, aber so steif witzig. Bis hin zu derjenigen oder demjenigen, der das Ganze irgendwann noch professionell machen möchte. In den ersten Videos zeige ich euch erstmal meinen Grundlegung. Fehlt nur noch so ein Buch. Und in den weiteren Videos sehen wir dann auch nicht mehr allgemein. Wie zum Beispiel, wie gehe ich mit einer elektrischen Fräse um? Also Hände bewegen muss ich aber immer irgendwie, sonst ist das... Oder wie schaffe ich mir einen wirklichen Kunden? In diesem Video zeige ich euch erstmal, wie funktioniert eine Vollmodellage. Das heißt, wir geben Tipps. Machen einen ganz einfachen Gehaufbau. War das nicht auch im ersten oder zweiten Video, wo du irgendwie mal Ähm saß und noch einen Zähler reingebracht hast? Das war klar, aber das habe ich ja rausgenommen. Warte mal kurz auf mein Modell. Bereite alles vor und dann geht's auch schon los. Viel Spaß dabei. Du wartest auf dein Modell? Ja, du. Du musst es nie drauf warten. Ich habe immer auf dich gewartet. Du bist ja immer die Idee des Spiels. Ja, früher wollte ich zwischendurch immer solche Sequenzen einblenden, da ist aber auch nie was draus geworden, weil die extrem aufwendig sind. Ich muss erstmal die Slow-Mo drehen, dann muss ich das Ganze schneiden, Belichtung und tralala, das... Ach Gott, ich erzähle gar nicht. Ach guck mal, so abgefressen sahen die gar nicht aus. Ja, meine Kundin ist auch schon da. Guck mal, da ist voll viel und weiß. Was sehen wir hier? Naja, hier ist... Also, aber da ist weiß. Ein bisschen Nagelhaut. Okay, aber der nicht, aber. Nicht hingekommen sind. Und an die Haut. Ja, ich fange jetzt erstmal an, die Nagelhaut zurückzuschieben und dann geht's weiter. Nur ein bisschen improvisieren, wir haben keine Rosenhautstäbchen bestellt. Ja, am Anfang war noch nicht alles komplett, ne? Am Anfang war gar nichts komplett. Guck dir mal die Kamera an. Jetzt. Ja, die hatte ich noch die Kamera auf dem Tisch stehen mit dem Stativ, was hier gerade steht. Ja, das war so unbequem und fummelig. Das war echt nervig. Das zweite Setup war auch sehr geil. Da haben mich schon ein paar gefragt, wie ich das gemacht habe, dass die Kamera von oben direkt nach unten zielt. Ich blende mal ein Bild ein. Ich habe da einfach eine Schraube in eine Decke gejagt, ein Stativ. Stricke dran, Stativ verkehrt rum an eine Decke gehangen und ja. Aus die Maus, fertig war das Ding. Und dann habe ich die Kamera dran gebunden. Also hat super funktioniert. Gut macht der Finderisch, ne? Gut macht der Finderisch. Jetzt sieht das Ganze natürlich ein bisschen professioneller aus. Aber immer noch ein bisschen wüst manchmal. Ja, ich räume gleich auf. Nee, wüst mit den ganzen Kabeln, mit dem Stativ oben. Ja, aber sehr gut, anders geht's halt nicht. Bei den ersten Videos hat uns noch viel gefehlt. Ne? Also wir hatten keine Rosenhautstäbchen, genau das sage ich glaube ich gleich. Also wir hatten wirklich nur die Grundausstattung. Zwei Lampen, ein paar Gele, eine Handauflage. Ich glaube, zwei Farben oder so. Wenn überhaupt. Und dann, das war es eigentlich schon. Also viel war da nicht da. Ich glaube, bei DM haben wir uns dann noch ein paar Sachen geholt. Hm. Genau, Rosenhautstäbchen habe ich mir bei DM noch geholt. Na, guck mal weiter. Ein bisschen improvisieren, wir haben keine Rosenhautstäbchen bestellt. Deshalb möchte ich immer gleich mal den Doppel-Nagel. So, wir schieben sie zurück oder entfernen sie, besser gesagt. Damit wir mehr Fläche haben, um das Gel aufzutragen bzw. Tipp zu geben. Und umso besser hält das Ganze dann natürlich auch. Hier sind auch keine Fettkanäle rausschneiden, was ich auch wirklich verstehen kann, weil natürlich auch sehr viel schief laufen kann dabei. Und das wollen wir nicht. Da stand auch alles noch anders, ne? Ja, im Normalfall bringt ihr den Nägel alle auf eine Länge. In diesem Fall brauchen wir es nicht machen, weil wir einfach schön und rund. Und dann können wir auch schon anfangen, das Ganze anzurauen. Viele haben auch nicht verstanden, dass ich mit diesen Videos wirklich nur erstmal mich vorstellen wollte, meine grundlegende Technik zeigen, also wirklich gar nicht auf die Feinheiten eingehen, das sieht man auch in den Kommentaren ganz gut. Viele haben gesagt, ja, da fehlt ja noch dies und fehlt das und tralala. Mit den Videos wollte ich halt erstmal sagen, hallo, hier bin ich und so mache ich Nägel. Und auf die Feinheiten kommen wir dann später ein, also mache ich nochmal einzelne Videos zu. Krasse Einblendung. Aber die Grundlagen haben doch damals auch gereicht. Ja, die Grundlagen, klar. Also so die grundlegende Technik halt. Ja. Also so nicht ins Detail gehen, aber schon. Ja. So geil, dass hier an der Seite Tommy Kitten angezeigt wird. Ja, unglaublich. Wenn du es immer anhast, wenn du oben irgendwas einsprichst. Nicht immer Tommy Kitten. Aber schon oft. Ja. Nein, nicht immer. Manchmal auch Scooter, höre ich hier unten einmal. Ja.
Meinst du, hier sind noch Outtakes drin? Nee, ich glaube, am Anfang warst du nicht so für Outtakes. Manchmal, in manchen Videos sind Outtakes hinten dran, also in den ersten auf jeden Fall. Da müsst ihr mal gucken, vielleicht findet ihr noch irgendwelche. Aber da nicht.